Moinse Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren COD Mobile Video. Dieses Mal ohne Facecam, aber keine Angst, die wird in meinen Live-Commentaries demnächst auch wieder am Start sein. Und bevor das eigentliche Video beginnt, möchte ich erstmal Danke sagen an jeden einzelnen Abonnenten da draußen, denn ich habe jetzt tatsächlich die 7000 Abos geknackt. Aber ich habe es zeitlich leider nicht so wirklich gebacken bekommen, ein tolles 7000 Abo Special für euch zu machen, und mir haben da auch so ein bisschen die Ideen gefehlt, um ehrlich zu sein. Ich denke, spätestens bei 10.000 Abonnenten wird es auf jeden Fall mal wieder Zeit für ein richtiges Abo-Special. Also lasst euch einfach überraschen und habt noch ein wenig Geduld. Auf jeden Fall nochmal fettes Dankeschön an euch da draußen. Ich sag das auch irgendwie viel zu selten und deswegen geht hiermit jede Menge Liebe an euch raus. Aktuell läuft mein Kanal tatsächlich auch wirklich so gut wie noch nie und es macht mir im Moment echt viel Spaß, Videos für euch zu produzieren. In diesem Sinne nochmal vielen Dank für euren tollen Support und viel Spaß mit dem Video. In diesem Video geht es heute um die Top 5 MPs in Season 7 und in dieser Auflistung geht es für mich weniger um einen knallharten Statistikvergleich, sondern vielmehr darum, welche MPs mir persönlich am meisten Spaß machen. Denn manchmal gibt es einfach Waffen, die haben super Statistiken, aber fühlen sich aus verschiedenen Gründen nicht so stark und so gut an, wie sie eigentlich sollten, wenn man sie eben spielt, und deshalb habe ich hier meine persönlichen 5 Lieblings-MPs für euch aufgelistet, die ich momentan in Season 7 am liebsten spiele. Auf dem 5. Platz haben wir die MP GKS. Das ist eine der MPs, die sich ähnlich wie ein Sturmgewehr spielen. Sie ist im Nahkampf eine wirklich gute Waffe, aber eben auch auf mittlere Distanzen kann sie noch sehr gut mithalten. Sie hat einfach keinen so krassen Rückstoß und hat eine relativ gute Reichweite für eine MP, und deswegen finde ich, spielt sie sich an, ja, in einigen Punkten einfach doch relativ ähnlich wie ein Sturmgewehr, und die GKS ist einfach eine gute Allrounder-MP und macht wirklich viel Spaß, sie zu spielen, zumindest mir persönlich. Und der Rückstoß, wie gesagt, der ist einfach auch nicht so krass hoch, besonders wenn man bedenkt, dass es eine MP ist, denn MPs haben doch des Öfteren mal richtig krassen Rückstoß, und das ist einfach wirklich ein Laser, diese Waffe. Aktuell spiele ich die GKS am liebsten mit dem Vordergriff, um eben den totalen Laser aus dieser Waffe rauszuholen, dann mit einem langen Lauf, weil sie eh schon eine relativ gute Reichweite hat, um das nochmal ein bisschen zu verbessern. Manchmal spiele ich sie mit Rotpunktvisier, manchmal ohne, denn Kimme und Korn ist bei dieser Waffe auch ziemlich gut zu benutzen, und ansonsten nehme ich gerne Magazinerweiterung mit oder eben schnelles Nachladen, da wechsle ich immer mal so ein bisschen hin und her. Magazinerweiterung ist eigentlich, glaube ich, schon fast die bessere Wahl, aber schnelles Nachladen für Leute wie mich, die so eine Nachladekrankheit haben und zu oft zu früh nachladen, ist das dann auch ganz hilfreich. Auf Platz 4 haben wir die RUS 79U, und das Teil ist auch ebenfalls eine absolute Allrounder-MP. Sie ist im Nahkampf, aber eben auch auf mittlere Distanzen sehr gut zu benutzen, und diese Waffe, die sehe ich auch oft in Meister und auch in legendären Ranked-Matches tatsächlich verhältnismäßig oft für eine MP. Die ist wirklich sehr beliebt aufgrund seiner Vielseitigkeit. Im Nahkampf ist sie eben, wie gesagt, super, auf mittlere Distanz ist sie auch wirklich sehr gut zu gebrauchen, aber ich finde auch auf leicht weitere Distanzen ist sie fast noch so wie ein Sturmgewehr einsetzbar. Zumindest fühlt es sich auch für mich oft so an, als würde ich eben ein Sturmgewehr spielen, wenn ich die RUS 79U benutze und dann auf weitere Distanzen kämpfe. Und deswegen ist die RUS 79U für mich in diesem Falle Platz 4. Auch hier spiele ich diese MP tatsächlich sehr gerne mit Vordergriff, langer Lauf, manchmal mit Rotpunktvisier und manchmal ohne. Und auch hier wechsle ich immer mal hin und her zwischen Magazinerweiterung und schnellem Nachladen. Platz Nummer 3 bekommt von mir persönlich die PDW. Die PDW ist vom Feeling her eine meiner absoluten Lieblings-MPs. Für mich macht es wirklich einfach Spaß, diese MP zu spielen. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das auch. Es gibt so Waffen, da macht es einfach Spaß, damit einen Kill zu machen. Es fühlt sich einfach richtig und einfach gut an und es ist einfach eine herrliche Waffe, und das habe ich absolut bei der PDW, dieses Gefühl. Sie hat eine wirklich sehr hohe Feuerrate, ist aber trotzdem sehr einfach und sehr gut zu kontrollieren, was den Rückstoß anbetrifft, und ist eben im Nahkampf eine wirklich extrem gute MP, eigentlich sogar die beste MP, wenn man jetzt mal in Anbetracht zieht, wie hoch der Rückstoß ist, denn das Teil feuert, wie gesagt, durch die hohe Feuerrate sehr krass rein, hat aber trotzdem einen kaum vorhandenen Rückstoß für eine MP. Aber auch auf mittlere Distanzen ist die PDW tatsächlich gut nutzbar, besonders wenn man eben den langen Lauf ausgerüstet hat und eventuell noch ein Rotpunktvisier, damit man wirklich das Maximum an Reichweite rausholt bei dieser Waffe. Und was bei der PDW eben auch richtig cool ist, dass sie nicht nur so eine krass hohe Feuerrate hat, sondern sie hat auch ein verhältnismäßig großes Magazin, sodass man
eben nicht unbedingt zwangsmäßig ein erweitertes Magazin braucht. Ab und zu spiele ich sie mit dem Rotpunktvisier, wie gesagt, um eben dann auch die längere Reichweite rauszuhauen. Aber auch Kimme und Korn, finde ich, gehen hier richtig gut klar, weil sie eben im Nahkampf auch extrem gut zu spielen ist. Und deswegen verzichte ich tatsächlich ziemlich oft auf dem Rotpunktvisier von der PDW. Manchmal, wie gesagt, mache ich es drauf, wenn ich wirklich höhere Reichweite erreichen will. Aber in den meisten Fällen spiele ich die doch mit Kimme und Korn. Aktuell spiele ich die PDW sehr gerne mit Vordergriff, langer Lauf und eben schnelles Nachladen. Auch hier, wie gesagt, man kann die Magazinerweiterung mitnehmen, wenn man das möchte. Ich würde jetzt aber das schnelle Nachladen hier bevorzugen. Und auch, wie gesagt, Rotpunktvisier kann man eben sehr schön in Kombination mit dem langen Lauf auch noch verwenden. Aber wenn man dann doch eher auf nähere Distanzen kämpfen will, kann man die auch wunderbar mit Kimme und Korn benutzen. Platz Nummer 2 hat von mir persönlich die Cordite bekommen. Die Cordite war bis vor kurzem meine absolute Lieblings-MP. Allerdings hat sich das kurz nach dem Start von Season 7 geändert, aber dazu komme ich gleich nochmal zu sprechen. Die Cordite, die ballert einfach mal so richtig rein. Die hat einen leicht kontrollierbaren Rückstoß, eine recht hohe Feuerrate und eben ein sehr gutes Schadensmodell. Diese MP spielt sich ebenfalls auch fast wie ein Sturmgewehr und ist in fast allen Situationen einfach wirklich sehr gut nutzbar. Sie macht eben nicht nur im Nahkampf eine wirklich gute Figur, sondern ist auch auf mittlere Distanzen und auch auf etwas weitere Distanzen eine außergewöhnliche MP und zusammen mit der ROS-79U und der GKS eben einer der MPs, die sich sehr ähnlich wie ein Sturmgewehr spielen. Und somit ist sie für mich Platz 2. Die Cordite spiele ich aktuell sehr gerne mit einem langen Lauf und mit schnellem Nachladen. Bei dieser MP, obwohl die eine recht hohe Feuerrate hat und so, finde ich irgendwie schnelles Nachladen sehr geil. Ich komme damit am besten klar. Den Vordergriff packe ich auch noch mit drauf. Und diese Waffe spiele ich tatsächlich eigentlich nur oder fast nur mit einem Rotpunktvisier. Ich kann nicht genau sagen warum, aber irgendwie, wahrscheinlich auch weil sie so ein bisschen sturmgewehrmäßig ist. Aber diese Waffe, die spiele ich irgendwie wirklich am liebsten mit einem Rotpunktvisier. Ich finde, das macht ihr einfach am meisten Spaß. Meine persönliche Nummer 1 MP in Season 7 ist, man könnte sich eigentlich auch schon fast denken, wenn man meine Videos verfolgt hat, die QQ9 aka die MP5. Die QQ9 bzw. die MP5 hat eigentlich einen sehr hohen Rückstoß, allerdings geht dieser ziemlich gerade nach oben, was sie mit ein wenig Übung eigentlich ziemlich leicht zu kontrollieren macht. Auf weitere Distanzen ist diese MP zwar wirklich nicht mehr so ganz effektiv, aber im Nahkampf ist es eine wirklich der besten MPs, die es derzeit gibt. Ich persönlich finde sogar eigentlich die beste MP, was den Nahkampf betrifft. Sie hat eine wirklich sehr hohe Feuerrate und macht im Nahkampf wirklich sehr, sehr guten Schaden. Dazu fühlt sie sich für mich einfach wirklich extrem gut an. Das ist das, was ich meine. Es gibt Waffen, die fühlen sich einfach richtig an. Die machen einfach derbe Spaß, sie zu spielen. Man kommt persönlich einfach super mit dieser Waffe klar und in diesem Falle trifft das für mich einfach absolut zu. Ich spiele die auch manchmal tatsächlich mit dem Schalldämpfer. Das habe ich ja auch gezeigt in meinem Video, wo ich die Waffe vorgestellt habe. Allerdings finde ich sie persönlich ohne Schalldämpfer noch etwas besser. Wenn ihr einen Schalldämpfer drauf tut, dann solltet ihr auf jeden Fall, egal was für ein Setup ihr macht, den langen Lauf mit drauf packen, damit ihr eben nicht den Schaden zu sehr reduziert auf etwas weitere Distanzen, weil das sowieso eine absolute Nahkampfwaffe ist. Und ich persönlich benutze diese Waffe auch hauptsächlich im Nahkampf. Ich versuche es immer mal wieder so ein bisschen auf mittlere Distanzen. Mal klappt es ganz gut, mal klappt es wirklich nicht gut. Das ist immer ganz unterschiedlich, aber wenn ihr so auf Nahkampf gehen wollt und einfach schnell irgendwo reinrushen und richtig aufräumen wollt, dann ist die QQ9 einfach eine verdammt gute Wahl. Und auch wenn es keinen Einfluss auf mein persönliches Top 5 Ranking hat, finde ich es wirklich einfach extrem cool, dass man eine brandneue Waffe zum Start der Season einfach mal im Battle Pass freispielen kann, einmal ohne Skin, einmal mit Skin, anstatt dass man die erstmal nur in irgendeinen Lucky Draw reinhaut oder irgendwie sowas in der Art oder in Kisten oder was weiß ich. Das hat mich wirklich sehr gefreut und umso überraschter war ich, als ich eben gemerkt habe nach einigen Runden, wie pervers geil ich diese Waffe finde. Deswegen ist sie für mich persönlich aktuell, was den Spielspaß angeht, von allen MPs Platz Nummer 1. Die QQ9 spiele ich auf jeden Fall fast ausschließlich mit erweiterten Magazinen statt schnellem Nachladen, weil die hat so eine krass hohe Feuerrate, dass es wirklich einfach Sinn macht, hier ein erweitertes Magazin drauf zu tun. Den Vordergriff nehme ich auf jeden Fall mit. Es gibt einige Leute, das habe ich schon in meinen Kommentaren gelesen, die sagen, ja, der Rückstoß, der geht ja wirklich sehr gerade nach oben, deswegen kann man die auch ohne Vordergriff spielen. Ich habe es ausprobiert und ich persönlich komme trotzdem mit dem Vordergriff wirklich besser klar, wobei da auch was dran
dran sein mag. Die Waffe, wie ich gesagt habe, die geht ja auch wirklich sehr, sehr gerade nach oben vom Rückstoß her. Und deswegen kann man sich eben mal so überlegen, ob man das jetzt mit dem Vordergriff oder ohne eben machen will, sein Setup. Das muss jeder für sich selber ausprobieren. Ich persönlich nehme, wie gesagt, einmal das erweiterte Magazin gerne mit. Und dann nehme ich den Vordergriff mit und auch sehr gerne den Laser, damit ich ein bisschen besser aus der Hüfte schießen kann. Aber manchmal nehme ich statt dem Laser eben auch einen Schalldämpfer, wie gesagt, mit. Ich hoffe, euch gefällt dieses Top 5 Format, in dem ich eben, wie ich am Anfang erläutert habe, nicht so knallhart auf Statistiken achte, sondern einfach mal aufliste, welche Waffen ich persönlich einfach am besten finde, was den Spielspaß angeht, zumindest was meine persönliche Meinung ist. Ihr könnt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben und wenn ihr eine andere Art von Top 5 Auflistung habt für MPs, könnt ihr mir das auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Das finde ich immer sehr interessant, das zu lesen. Ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für 7000 Abonnenten. Das hat mich wirklich sehr gefreut und ich weiß, ich sage viel zu wenig Dankeschön und danke für den Support und so weiter an meinen Videos. Deswegen wollte ich das im Rahmen von diesem Video einmal machen. Fettes Dankeschön geht nochmal raus an jeden Einzelnen da draußen, der mich supportet. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hierhin, hoffentlich bis ganz bald. Bis zum nächsten Video und ciao, ciao.